Thomas Gangl, OMV-Vorstandsdirektor, verantwortlich für den Bereich Refining und Petrochemical Operations. Sie haben seit Juli 2019 diese Position inne. Wie fassen Sie diese ersten rund 100 Tage zusammen? Also die waren definitiv sehr spannend. Ich habe gemeinsam mit meinem Team an meinen drei Themen gearbeitet. Das erste ist, wir wollen mehr von den Kraftstoffen Richtung Petrochemie unser Portfolio verändern. Das zweite Thema ist die Internationalisierung. Wir waren bisher nur in Europa tätig, in meinem Bereich. Und jetzt wollen wir auch außerhalb von Europa das Geschäft ausbauen. Und drittens, ganz wichtig, auch das Thema CO2. Wir müssen den CO2-Footprint bei unseren Produkten, aber auch bei unseren Assets weiter reduzieren. Und da sind wir mit voller Kraft dran. Sie haben an der Technischen Universität Wien Verfahrenstechnik studiert und an der University of Salford in Manchester Mechanical Engineering. Wie war dann der anschließende Weg? Also ich wurde von der OMV angeschrieben, ob ich Interesse habe an einer Stelle in der Raffinerie als Prozessingenieur. Das ist über 20 Jahre her, also es ist durchaus eine Zeitspanne, über die wir da sprechen. Ich habe dann das Assessment gemacht, aus 60 Kandidaten konnte ich mich dann schlussendlich durchsetzen und habe die Stelle bekommen und habe dann die Raffinerie von Grund auf kennengelernt, war auch in der Schicht, habe dann meine ersten Führungserfahrungen gemacht als HSSE-Chef, also für die Sicherheit und Umwelt, schon damals zuständig. Und dann auch Integration der Petrom war ein wichtiges Thema, hier auch die Standards zu harmonisieren, auch standortübergreifend zusammenzuarbeiten. Die erste Executive-Rolle war dann Geschäftsführer der OMV Deutschland und Raffinerieleiter in Burghausen, danach Raffinerieleiter auch in Schwechat. Ich war dann auch für die Technologie, für die Projekte, für alle drei Raffinerien verantwortlich. Also ich habe wirklich verschiedenste Bereiche kennenlernen dürfen und die letzten 3,5 Jahre vor der Bestellung zum Vorstand war ich für das Raffineriegeschäft, also für die drei Raffinerien zuständig. Sie haben schon erwähnt, Sie sind seit über 20 Jahren in der OMV tätig. Wieso ist es dann nie zu einem Unternehmenswechsel gekommen? Ist das Unternehmen eigentlich nie langweilig geworden? Also ich sage immer, seit 2003 war mir nicht mehr langweilig. Das war die erste Führungsaufgabe. Es gab zwei-, dreimal Situationen, es haben doch auch immer wieder Headhunter angeklopft, wo ich mir auch diese Optionen angeschaut habe. Aber im Endeffekt war für mich klar, die OMV bietet so viele Möglichkeiten. Und es war einfach auch wirklich toll zu sehen, wie sich die OMV entwickelt hat. Und das in Kombination war dann immer wieder der Punkt, wo ich mich entschieden habe, bei der OMV zu bleiben. Und keine Sekunde bereue ich das. Ja, wenn wir beim Thema sind der Modernisierung, kommen wir auch relativ rasch zum Thema Digitalisierung. Ist ein großes Thema bei der OMV. Welchen Stellenwert hat für Sie das Thema? Digitalisierung ist zweifelsfrei ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, man darf nicht zu viel erwarten, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren dadurch gleich erzielbar ist. Aber mittel- und langfristig wird es sehr stark auch eine Differenzierung ermöglichen für Unternehmen. Haben junge Menschen aus Ihrer Sicht noch Chancen auf Karriere? Und wenn ja, wie wäre da Ihre Empfehlung? Was gilt es für junge Menschen zu beachten? Was kann man jemandem mitgeben, der Karriere machen will? Ich glaube, entscheidend ist, dass man nicht nur grundsätzlich weiß, wo man gerne hin möchte, sondern dass man immer darauf fokussiert, was man jetzt macht, dass man hier einen guten Job macht. Das heißt schon, die Perspektive und auch der Wunsch, einen gewissen Level zu erreichen, aber ich muss hier und heute einen sehr guten Job machen, damit ich mich qualifiziere für den nächsten Schritt. Was wäre da Ihre Empfehlung? Karriere mit Lehre oder mit Studium? Also es ist, wie man bei uns im Vorstand sieht, beides möglich. Ich glaube, auch hier sieht man, es kommt nicht unbedingt darauf an, welchen Weg man wählt, sondern vielmehr eben, dass man dort, wo man ist, einen guten Job macht. Wir haben anfänglich über die ersten 100 Tage gesprochen. Wo sehen Sie jetzt in den nächsten Monaten die größten Herausforderungen in Ihrem Bereich? Wir haben sehr viel operative Tätigkeiten. Das heißt, wir müssen schauen, dass einerseits
der operative Betrieb sehr gut weiterläuft. Wir haben ein hohes Niveau erreicht und das müssen wir weiterhalten. Das ist immer schwieriger, als einmal von schlechtem Niveau weg sich zu verbessern. Und mit dieser Kraft, die wir damit haben, mit dieser Finanzkraft, mit dieser Know-how-Stärke, werden wir genau die drei Transformationsbereiche, die thematische zu den Petrochemie, die lokale oder Internationalisierung und das Thema CO2, werden wir weiter vorantreiben. Das sind einige Projekte, die in den nächsten Monaten in eine entscheidende Phase auch gehen. Und das macht richtig Spaß, daran zu arbeiten. Das sieht man. Ja, zum Abschluss noch ein kurzer Wordrap. Ein paar Fragen, ein paar Antworten. Der Mensch Thomas Gangl ist? Ein Beziehungsmensch, zielorientiert und pragmatisch. Mein Berufswunsch in meiner Kindheit war? Goldschmied und Uhrmacher. Viele Uhren haben darunter gelitten. Der größte berufliche Erfolg war? Also ich glaube, der größte war, die Raffinerien auf das heutige Performance-Level zu bringen und auch das bereichsübergreifende Zusammenarbeiten. Auch dazu haben wir eine Historie, die durchaus Potenzial gezeigt hat für mehr. Energie tanke ich? Ja, nur an der OEV-Tankstelle. Wenn ich an der Raffinerie Schwechat vorbeifahre, denke ich an? Einerseits, was für ein faszinierender Industriekomplex das ist und andererseits auch die Bedeutung für die OMV, aber auch für Österreich. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne, danke sehr.